Hey Leute und willkommen zu einer neuen Folge The Forest. Und diesmal mit Facecam. Ich habe mir gedacht, ich mach's jetzt einfach mal. Und ja, mit Facecam, Leute, mit Facecam. Ihr seht, wie ich aussehe. Ihr denkt euch jetzt wahrscheinlich, warum macht ihr das jetzt? Und ja, ich habe mir gedacht, weil es vielleicht für euch cooler ist, wenn ihr jetzt auch mal seht, wie ich aussehe und wie ich, was für Emotionen, keine Ahnung, wie ich aussehe, wenn ich Angst habe. Aber ich erschrecke mich ja sowieso nicht. Auf jeden Fall mit Facecam und ich habe gerade schon mal, wollte schon mal The Forest starten und was habe ich gesehen? Zu unserer Freude kam mir eine neue Version raus und diese Version hat mal wieder unsere Welt gelöscht. Perfekt. Fand ich jetzt nicht so geil und ja, jetzt müssen wir halt nochmal von vorne anfangen. Leute, die Grafik im Flugzeug hat sich verändert. Guckt es euch mal an hier. Schwarze Wolken, die Sitze sind schöner. Ja, ja. Economy Class sind wir. So ein bisschen, ne? Hier, da ist der schicke Mond. Die Wolken sind jetzt schwarz. Oh Gott, es ist direkt nur... Press Space to skip. Ne, wir gucken. Alter, okay, es ist wesentlich cooler geworden. Oh Gott, ist das laut. Okay, das ist schon mal wesentlich cooler. Boah, Leute, ey. Okay, unser Pedometer ist auch Pedometer ist auch wieder dabei. Natürlich, der darf nicht fehlen. Ja, hier hängt mal wieder das Bein ab. Alter Flugzeug, ich hoffe, du bleibst jetzt so stehen. Alter, diese Geräusche. Also vom ersten Eindruck her würde ich sagen, gefällt mir das auf jeden Fall schon mal wesentlich besser. Aber zuerst öffnen wir jetzt mal den Koffer hier und nehmen die ganzen Stöcke und so mit. Es ist natürlich ein bisschen traurig, dass... Du bleibst stehen. Hä? Alter! Wie die abgehen! Vielleicht muss ich mich da ran sneaken. Habe ich dich. Gut. Die Rüstung ziehen wir uns. Oha. Sneaky, sneaky, sneaky. Und. Alter. Perfekt. So. Weiter Koffer. Hasenfleisch. Yam, 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 yam. Lange habe ich keinen Hasen mehr gejagt, muss ich sagen. Fühlt es mir wieder gut an, so einen zu erlegen. Oh Mann, ey. Es ist ein bisschen traurig, dass unsere Welt gelöscht wird, weil ich nehme einfach immer so lange an dieser Scheiße auf und ich sehe halt nie, wie lange ich überlebe. Das ist ärgerlich, Leute. Das ist nervt. So, jetzt habe ich 19 Tage, bis die nächste Version rauskommt. In der Zeit... werde ich jetzt mal mehr aufnehmen. The Forest. Also ich werde versuchen, die Folgen so schnell wie möglich zu rendern, hochzuladen und dann wieder neu aufnehmen, rendern, hochladen und so weiter. Und damit wir auch nochmal was hier schaffen können, ne? Leute, ich will auf... Das Flugzeug sieht auch besser aus. Ich will auf jeden Fall wieder zur Küste. Oh Gott, nee, das könnte ich nicht machen, ey. War aber doch keine Scheiße. So, ich hasse mein Telefon. Ohne Spaß. Ich würde sagen, wir gehen einfach mal auf gut Glück. Boah, wie ich gerade hier um die Ecke gucke. Typisch Torben.
Wir gehen einfach mal auf gut Glück. Da ist ein Teich. Wir gehen einfach mal auf gut Glück hier durch. Das war gerade übrigens mein Bruder. Ich hoffe, man hat ihn nicht gewählt. So. Alter, hier gibt's. Guckt's euch an, es gibt ganz neue. Also echt? Das Spiel wird. Ach, Gänse! Lol. So langsam, ne? So langsam kann sich das Spiel echt sehen lassen. Ja, wir haben so ein Speer. Anscheinend so ein kleines Lager, wa? Naja, so Stöcker können wir nicht mehr mitnehmen. Hier war ich noch nie. Wir nehmen auf jeden Fall mal das ganze Laub mit. Irgendwann kommen wir ja zur Küste. Wir befinden uns ja hier auf einer Insel. Auf einer einsamen Insel. Das sieht hier eher aus wie die... Was geht da ab? Achso, das ist ein Zeltlager. Gut. Oh, hier ist ein Koffer. Ich weiß auch gar nicht, was in der Version hier neu dazugekommen ist. Das werde ich bestimmt alles mal irgendwann rausfinden. Jo. Na, machst du wohl. So. Ich hoffe, die kommen jetzt nicht direkt gleich zur Begrüßung. Das, nee, wäre nicht so nett. Das wäre nicht so nett. Ich habe auch... Na, noch 10 Minuten haben wir. Ungefähr. Da ist so ein Campingplatz, so ein Lager von den Ureinwohnern. Das werden wir uns gleich mal vornehmen, Leute. Ich bin nämlich viel mutiger geworden. Damit müsst ihr jetzt leben. Alter, okay, das ist aber noch ein Grafikfehler. Ein bisschen Lob nehme ich jetzt zurück. Das ist uncool. Nein, ich brauche noch ein bisschen Rüstung. Och, jetzt rennt doch nicht weg. Okay. Jetzt hole ich mir das Lager. Ohne Spaß, der Grafikfehler, der nervt ein bisschen, ne? Ich glaube, ich sehe da hinten das Bild, was ich hier gerade sehe, so aus meinen Füßen ungefähr. Ja, tue ich. Ach, hier sind Felsen. Gib mir deine Rüstung. Bin ich so dumm, den zu treffen? Ach, danke. Gut. Können dann jetzt mal hier die Felsen. Scheiße, das ist... Alter! Nee, 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 nee. Das ist keine nette Musik. Fuck, Alter. Hier hängen Seile. Boah, ohne Spaß. Je besser das Spiel wird, desto gruseliger wird es auch. Fuck, ich will hier schnell wieder weg, ohne Spaß. Hier liegen verbrannte Körper rum. Oh mein Gott. Hui. Ne, das war nicht nett. Okay. Die Musik hat einem da doch schon ganz schön kurz ein bisschen Panik gemacht. Ich bin ja an der falschen Küste. Ich möchte gerne zum Strand. Nicht zu so einem Fluss. Wenn ihr versteht, was ich meine. Hä? So, volle Rüstung, so muss das. Warum haben wir nur noch so wenig Leben? So, jetzt sind wir wieder full life.
und schlagen uns hier an der Küste entlang. Ja, ja, jetzt sieht es langsam hier hinten aus wie ein Meer, habe ich das Gefühl, ne? Bear Grylls hat mal wieder die Küste gefunden, als er einem Fluss gefolgt ist. Ne, wir haben volle Rüstung und Fleisch können wir nicht mehr mitnehmen von dir. Can't carry any more rocks. Ich bin zu dumm, um den Vogel zu töten. Okay, what? The fuck? Alter! Was zur Hölle? Hä? Was ist das? Sollen das Kartons darstellen oder die aus dem Flugzeug geflogen sind oder was? Kann ich die kaputt machen? Kann ich nicht. Wow! Leute! Was ist das? Was ist das da unten? Da. Ach, Container. Hey, das sieht aus wie von Schiffen. Vielleicht ist das auch von Schiffen. Das liegt ja an der Küste. Genius. Weil sowas lagert man normalerweise nicht im Flugzeug. Also in so einem Flugzeug bin ich noch nicht geflogen, wo solche Container drin waren. Hier ist ein ganz chilliger Place, habe ich das Gefühl, ne? Nur ein bisschen weit weg von den Bäumen her und so. Ich glaube, wir gehen gleich mal wieder weiter in die Richtung. Aber vorher will ich mir das hier gerne angucken. Alter, ohne Spaß, ne? Die denken sich ja einfach so, ja, ich flieg. Hier liegen Flares rum. Och, nee. Boom. So, wisst ihr, das sind Platinen. Hier findet man schöne Dinge. So. Das ist noch ein Tennisball, genau. Das ist Münzchens. Ja, noch mehr Münzen. Nochmal so ein Energy Drink. Kann man. Leute, hier kann man rein! Kann man hier drin noch bauen? Shelter. Leute, das ist ja mal Bombe. Wir bauen uns einfach ein Haus im Container. Was ist das denn? Ach, ein Stein. Besser geht's ja mal nicht. Wir holen uns jetzt direkt einen Baum. Dann bauen wir uns da rein. Hier irgendwas drin, vielleicht? Außer ein Stein? Nein. In dem gelben hätte man bestimmt auch cool wohnen können. Aber wir sind jetzt in... Guck mal, wer da oben läuft. Den holen wir uns doch direkt, ne? Komm her. Ich habe ein bisschen Angst, dass sie vielleicht stärker gemacht wurden. Aber wir versuchen es. Hi. Die, guck mal, die haben eine andere Textur. Die macht einen Abgang. Ja, willst du keinen Schritt? Hast du Angst, hm? Boah, guck dir an, wie hässlich die aussieht. Lol, das ging schnell. So. Damit wäre auch schon unser erster Ureinwohner gestorben. Ich muss aber noch speichern können. Bin ich im Arsch.
Oh, Baum. Alter, guckt euch an, wie der Regen hier runterfließt, ey. Das ist ja wie im Fluss. Also, ich meine, das ist ganz schön, aber man muss es auch nicht übertreiben, ne? Alles in Maßen, meine Freunde. Oh, hallo Baumstämme. Boah, jetzt muss ich rennen hier. Komm, go, 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 go. Ich will das noch in der Folge schaffen. Das wäre optimal. Vor allem, hier muss man auch am Anfang so schön rein springen. Dafür sind die bestimmt zu dumm. So, nur noch 6 Baumstämme fehlen. Gut. Ja, Leute, wir wohnen jetzt einfach in einem Container drin. Schöner Wohnen in Torbens Containerhaus. Warum? Mann! Echt? Nee. Sag mal. Kannst du... Ne? Danke. Falls ich übrigens frage, welche Cam ich habe? Ich habe die Logitech HD-Cam C360. Müsste hinkommen oder so, ne? Irgendwie sowas gibt's da, ja. Fuck, in einer Minute muss ich beenden. Ich muss noch das Ding zu Ende bauen. Ja, da muss ich halt ein bisschen überziehen. Passiert. Passiert. Muss noch 2-mal losgehen. Boah, Alter, wie viele Sachen habe ich denn hier gerade übersehen? Wir können uns ja unendlich Molotow-Cocktails machen. Und hier fallen immer wieder neue Kisten vom Himmel. Das ist super. Das freut mich. Och nee, jetzt wird's wieder Nacht, ey. Wir können uns übrigens auch schon wieder einen Bogen bauen. Weiß aber gar nicht, ob das so viel Sinn macht, weil wir ja gar nicht mit dem schießen können. Aber ich meine, wenn man's hat, dann hat man's, ne? Also werde ich vielleicht bald meinen bauen. Nächste Folge. Jetzt bin ich ja nur noch dafür da, um hier hin und her zu rennen. Wenn ihr übrigens wollt, dass das hier nicht nur in The Forest ist mit Facecam, dann schreibt mir das bitte in die Kommentare oder zeigt es an einem Like. Hier wird die Facecam jetzt ja, denke ich mal, abgedunkelt sein, damit das alles ein bisschen atmosphärischer, sag mal, atmosphärischer rüberkommt. In anderen Let's Plays, die keine Horrorspiele sind, würde ich die dann, denke ich, normal machen, oder? Was sagt ihr dazu? Hinterlasst mir eure Meinung in den Kommentaren, bitte. Und natürlich wäre ein Like ganz cool für das Video, damit ich so sehe, wie das ankommt. Wisst ihr Bescheid. Nächste Folge würde ich sagen, wandern wir dann einfach mal hier auch an der Küste ein bisschen entlang. Bauen uns natürlich erstmal eine Wand mit einer Tür vor unseren Container. Damit da auch sicherlich keiner reinkommt. Damit da auch hundertprozentig keiner reinkommt. Alter, wegen so einem Stein lässt du 400 Baumstämme fallen, ey. Danke. So, gut. Rein in unser Containerhaus. Gut. Dann würde ich sagen, stellen wir uns hier auch schon mal ein Feuer hin. Zwei Sticks fehlen uns noch. Ja, hier kann man jetzt sogar speichern, man muss nicht mehr schlafen. Okay, Leute, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst eine positive Bewertung da und kommentiert das Video, wie es euch mit der Festung gefällt. Und ja, dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder.
Hotter. Achso, erst gespeichert, ne? Da gut, gespeichert. Leute, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Ciao.